Hallo, ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen. Hoch geht's hoch? Ne, ich komm da nicht hoch. Ich komm. Da sind wir doch bisher immer hochgekommen. Ja, herzlich willkommen bei Ich komm hier nicht hoch. wie heißt's? Terraria natürlich. Ich bin so durcheinander, es ist nicht mehr feierlich. So, wir haben das letzte Mal wieder richtig guten Loot abgegriffen. Das Zinnerz hätte ich eigentlich ganz gerne. Dankeschön. Und wir sind gerade eben wieder auf dem Weg nach oben. Und gucken mal, ja, das Gold. Wir haben jede Menge Gold. Wir sollten es echt mal da lassen. Und wir müssen auch mal gucken, was wir oben noch machen können. Vielleicht gehen wir jetzt auch mal in ein anderes Biom. Ich meine, jetzt waren wir lang genug hier im Eis. Und früher oder später müssen wir natürlich noch tiefer runter. Das kommt alles noch. Aber ganz im Ernst, ich habe einfach gerade eben so ein bisschen genug von Schnee und Eis. Ich denke mal, euch geht's ähnlich. Auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal hier quasi durch diesen ewigen Eistunnel nach oben. Diese Welt ist riesengroß. Also die ist deutlich größer als das, was man zum Beispiel aus Craft the World ja, im Grunde gewohnt ist. So, spring doch hoch. Okidoki, wir sind da. Gucken wir mal, was wir einlagern können. Die Truhen können wir definitiv einlagern. Die Pfeile können wir einlagern. Ich möchte ganz im Ernst mein Gold einlagern. Ganz im Ernst. Und ich wisst ihr, was ich jetzt auch mal mache? Dinge, die getan werden müssen. Ich vergrabe jetzt einen Schatz. Der ist mir sehr, sehr wichtig. Der ist mir deswegen wichtig, weil der weg muss. So. Weg mit dir, du komisches Zeug. 8. Und so, genau. Jetzt holen wir uns nämlich hier diese ganze Kacke da. Ich will es einfach nur loswerden. So, das ist unser Schatz. Das sind Dinge, die später verkauft werden. Aber gerade eben seid ihr einfach nur im Weg. Das ist auch ungefähr der Name dieses Schatzes. Gerade eben seid ihr einfach nur im Weg. So, denn das sind einfach so viele, ja, Schrottsachen. Man kann es nicht anders sagen. Auch dich hier, du komische Kupferaxt, tue ich jetzt mal weg. Und das hier behalten wir nochmal als Notfall. Aber alles andere, auch das Zinn, ja, das Zinnbreitschwert behalten wir auch nochmal im Notfall, für den Notfall. Aber alle anderen Kupfersachen, die sind einfach nur im Weg. Die blockieren so viel Platz hier in der Truhe. Guckt euch das mal an. Ja gut, das hängt natürlich auch mit der Anzahl der Tode zusammen, die wir gemeinsam gestorben sind. So, oh Gott, kriege ich das überhaupt alles hier noch unter? Das ist echt eine halbe Truhe, oder? Gefühlt ist es eine halbe Truhe, was die Dinger da füllen. So, nicht mehr viel, dann haben wir's. Boah, von wegen nicht mehr viel. Von wegen nicht mehr viel. Ich glaube, ich krieg da wirklich hier so eine... Ja, fast eine halbe Truhe kriegt man voll. Einfach nur mit diesem ollen Kupferzeug. So, und das da noch. Ja, es ist nicht ganz eine halbe, aber fast. Es fehlen 3 Stück, also dafür, dass es eine halbe wäre. So. Ich hoffe, wir vergessen ihn. Und, ja, wir haben einen Schatz vergraben. Sehr gut. Möge ihn derjenige finden, der ihm würdig ist. Und wir machen in der Zeit einfach mal weiter mit den Dingen, die wir für uns würdig erachten. Bomben erstmal dahin, Dynamit erstmal dahin. Das Erz müssen wir natürlich gleich noch umwandeln. Amethyst behalte ich gerade eben nochmal. Slush Block. Ja, ja, Slush Block. Erstmal hier die Truhen noch. Das behalte ich auch nochmal. Ich will erstmal hier gerade erstmal generell gucken, was wir jetzt gleich hier theoretisch bauen können. Silbererz müssen wir noch, Platinohr. Das können wir einräumen. Silverthorn Material. Was? Nein, ich will doch. Ah! Was habe ich denn da jetzt versehentlich getrunken? Das habe ich zweimal Nachteule getrunken. Das wollte ich gar nicht. Boah, ey, versehentlich da reingesetzt. Manjo. Gemeinheit. So, kann ich jetzt bitte hier einfach mal verhütten, ohne dass mir ein Malheur passiert? Ich würde das mal total toll. Halt. Ja, jetzt scrollt er ganz runter und ich kann dagegen nichts tun. So, Silberbarren, 20 Stück. Platin.
Keine Ahnung, wie viel Stück? 5 Stück. Wir können jetzt auf jeden Fall hier einige Silberschwerter hat 11 Nahkampfschaden. Du hast 17. Also die Iceblade gehört auf jeden Fall zu den besseren Waffen. Bei weitem nicht die beste. Definitiv nein. Aber sie gehört zu den besseren Sachen. So. Was können wir denn da? Zinnrüstung könnten wir theoretisch herstellen. Noch mehr Zinnbars. Was können wir? Das Zinnohr, okay. Davon haben wir wahrlich am meisten. 62. Ich sollte echt darüber nachdenken, mal da wirklich so mal eine Waffe draus zu bauen, oder? Tin Greaves, was ist denn das? Ach, das sind die Stiefel oder sowas in der Art und Weise. Verstehe. Platin Crown. Oh, eure Majestät. Enterhaken. Den brauchten wir. So, ich zeige euch nämlich warum. Haha, jetzt hängen wir da. Jetzt können wir nämlich uns hier durch die Gegend hangeln. Das macht das Leben unter der Erde deutlich einfacher. Ich weiß gar nicht, wie lange wir da hängen bleiben können, aber sobald ich halt hüpfe, ist es halt vorbei. Das ist das Wichtige, dass man das weiß. So, und ich glaube, es ist an der Zeit, mal draußen wieder Holz zu sammeln, denn ohne Holz und ohne... blödes Vieh! Da ist noch mehr blödes Gevieh hier. Okay, Holz. Holz gibt's da drüben. Wir brauchen erstmal eine Axt, denn ich habe ja die Axt vergraben. Ach ja. Machen wir gleich eine gescheite Axt, oder? Aus Zinn. Eine Zinn-Axt. Das ist garantiert die beste Erfindung der Menschheitsgeschichte. Nee, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Warum geht das nicht? Muss doch eine Axt herstellen können. Muss doch irgendwo eine Axt herstellen können. Oh, was ist denn das? Ein Leadbar? Ein Leadbar, okay. Eisenamboss. Hä? Oder brauche ich dafür Holz? Okay, ich bin so ein Profi. Wir brauchen... Mano. Das ist, hallo, lieber Schatz. Du wirst gerade eben nochmal eine Runde ausgebuddelt. Hallo, Öwchen. Wir brauchen einfach nur eine einzige vermaledeite Axt. Sonst bekommt der Mörb gleich noch Migräne. Und ja, jetzt möge dich derjenige finden, der deiner würdig ist. Ich bin ihm nicht würdig, denn ich vergesse tatsächlich eine Axt einzupacken, wenn ich was arbeiten gehen möchte. Das heißt, ich brauche jetzt erstmal Holz, um Holz zu machen. Ja, das leuchtet irgendwo ein. Und fragt sich immer, wie das erste Holz gelegt worden ist, aber... Oh, ich wollte dich gar nicht hauen, aber jetzt habe ich es doch getan. Ja. Mehr Holz bitte, mehr Holz. So. Diesen Baum noch und dann gucken wir mal, ob damit jetzt die Grundvoraussetzungen erfüllt sind, um das zu tun, was ich die ganze Zeit predige. Nämlich, ja, eine anständige Axt herzustellen. So. Gucken. Was ist denn das? Minecart. Warum sollte ich ein Minecart wollen? Ja, da haben wir es endlich. Um Gottes Willen. Silberaxt, Axtmacht. Silber halte ich jetzt irgendwie für übertrieben. Das bauen wir jetzt auf jeden Fall auch mal für die besseren Sachen. Was ist das? Eisen. Aus Eisen kann man es nicht, aber aus Zinn können wir es theoretisch schaffen. 40, 35. Ja, dann nehmen wir einfach so ein Teil. Jetzt ist gut. Wir brauchen sowieso noch mehr Platz. Ich glaube, ich mache ja sowieso noch mal eine Ebene rein oder sowas in der Art und Weise. 7. Ja, es geht deutlich schneller. Es geht deutlich schneller. Das ist schon mal das Wichtigste. Auch wenn es schon wieder Nacht wird und irgendwie die Bäume hier halb tot sind. Und falls ihr euch fragt, ja, ich weiß, man kann die Bäume wieder anpflanzen mit diesen komischen Eicheln, die da die ganze Zeit runterfallen, aber ganz im Ernst, ich will gerade eben nicht. Ich möchte einfach nicht. Ich möchte hier oben kahl haben. Ein bisschen Kahlschlag muss sein. Ich möchte hier damit zeigen, dass der Mensch da war, dass er alles ausrottet, was nicht auf drei auf den Bäumen ist. Da liegt immer noch so ein Hasenkopf. Armer Hasenkopf. So, und wir gehen jetzt mal in die Richtung. Ihr seht, ich fräse mich hier durch die Walachei.
möchte jetzt eigentlich gern mal hier in diesen Tunnel hinein, den ich ja schon mal angedeutet hatte, dass wir da ja schon mal waren. So. Wups. Und das Coole ist, wie ihr seht, also wir kommen jetzt hier jederzeit wieder raus. Mit diesem lustigen Haken. Da ist auch gar kein Haken dran. Ja, der war schlecht. Ich geb's zu. So, Licht und Licht. Einfach mal umsehen. Ich glaube, ich sehe mich auch gleich mal da oben um. Ein Ort, an dem wir normalerweise nie rankommen würden. So. Und es wäre schade drum. Ihr seht warum. Denn hier gibt's lecker, lecker Loot. Das ist tief und nicht lukrativ. Was ist das da oben? Oh, das könnte sogar tatsächlich was sein, was sich zum Abbauen lohnt. Jetzt gucken wir mal, ob wir uns selber hier irgendwie den Boden abgraben können. Ne, es ist nur Stein. Okay, es ist nur Stein. Aber das hier ist was Besonderes. Eisen immerhin. Ja, Eisen ist für mich besonders genug. So. Voller Zombie, kriegst mich nicht. So, nicht so lange ich noch ein Wörtchen mitzureden habe. So, und hoch mit uns. Jawoll. Ja, ab dann fängt das Spiel nämlich auch richtig an, Laune zu machen, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist einfach total geil, mit dem Ding hier durch die Gegend zu pesen. Oh. Das lohnt sich. Drei Leuchtstäbe, ja, das lohnt sich definitiv. Was ist das eigentlich? Das könnte... Das müssen wir uns nochmal anschauen. Ah, das ist nur Stein. Okay, nur Stein, nur Stein. Falscher Alarm. Ich glaube, ich möchte das Wasser hier mal abfließen sehen. Einfach mal weg damit. Dann macht es ja auch keinen Ärger mehr. Dann kann ich nämlich hier eine Lampe setzen. Ich weiß nicht, warum ich da eine Lampe setzen wollte, aber es kam mir so vor, als ob es wichtig wäre. So, was ist denn das da? Auch nur Stein. Okay. Ist nicht so, dass wir keinen Stein bräuchten, aber... Er ist gerade weniger nützlich, als man meinen sollte. Okay, Loot, Loot, Loot. Das Problem ist also, hier ist jetzt natürlich weniger Eis, aber dafür deutlich mehr... Nichts. Deutlich mehr Wasser. Dass hier jetzt Wasser ist, ist natürlich rein technisch gesehen ein echtes Problem. Hä? Warum kann ich denn da jetzt wieder nicht runter? Jetzt kann ich wieder runter. Das hat mich gerade eben ein klein wenig verwundert. Wir sind doch auch irgendwie da hochgekommen. Also sollte man meinen, dass man da auch irgendwie wieder... Naja, ihr wisst schon. Ah, diese komischen Spring-Zombies. Moment. Da ist irgendwie eine Höhle. Sonst wäre da nämlich... Jetzt hängen wir hier irgendwie ganz blöd fest. Das ist, nicht optimal. Na also, komm, lass dich treffen noch einmal. Komm noch mal zu Papa. Komm noch mal zu Papa. Jawohl, erledigt. Tja, da fliegt mir glatt die Linse raus. Ach, da ist natürlich die Öffnung. Ja, ja, das ist klar. Da darf eine sein. Nein, da wollte ich jetzt dann doch nicht runter. Ich hatte es mir kurz überlegt und dachte mir dann, nein. Whoops. Zack. So. So kann ich sie mir so richtig schön unter mir halten. Ich unterdrücke euch. Ich unterdrücke euch, ihr Skelette. So. Unterdrückte Skelette. Ja. Auch mal was Neues. Garantiert für die Skelette insbesondere. Oh, da ist doch irgendwie entweder ein Erz oder eine Falle. Es war ein Erz. Okay. Erz mit Herz. Das ist definitiv auch Erz. Dann gehen wir mal dahin. Ups. Ist schon wieder Eisenerz. Auch recht. Ach, das ist so herrlich. Guckt euch mal an, wie das jetzt mit dieser Stein, mit dieser Knochen-Pickaxe abgeht. Das ist, ich kann es immer wieder betonen, dass, diese besonderen Loot-Sachen, die rocken einfach. Oh.
Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich weiß, dass man es theoretisch mit dem Hammer beschädigen kann. Ich weiß aber nicht, ob ich es beschädigen möchte, weil ich nicht weiß, was dann passiert. So, Moment. Da gehen wir doch mal darüber. Na? Ui. Ui. So. Wir haben keine Fackeln mehr. Naja, dafür haben wir Eisfackeln. Dann gehen wir da hin und setzen da noch eine Eisfackel hin. ihr merkt, es ist einfach herrlich. So. Und da hoch. Wir sind jetzt wirklich hier in einem technologischen Fortschrittszeitalter angekommen, dadurch, dass wir das jetzt hier machen können. So, runter mit uns. Und die Eisfackeln, die machen aber auch ganz gut Licht. Ein paar Viecher müssen da weg, sonst gibt das nur Stress. Wie die weggeflogen ist, die Olle. So, erledigt. Was haben wir denn da? Wir haben auf jeden Fall hier etwas zum Looten. So. Und da geht's weiter. Ja, und hier auch. Also, oh Gott. Also, im Großen und Ganzen ist es nicht das unbedingt, was wir jetzt eigentlich vorhatten. Ja, doch schon, aber... ja gut, wir brauchen noch Stein. Ich glaube, ich soll jetzt auch mal ein bisschen Stein organisieren. Dabei peinlich darauf achten, dass ich das Wasser von da drüben jetzt nicht komplett hier rüber spüle. Jetzt kriege ich nämlich hier irgendwie Trouble mit mir selbst. So, whoops. Na, ach, hier ist jetzt wieder keine Decke. Das heißt, ich kann es wieder nur so machen. Mit etwas Seil. Wir haben noch nie Seil verwendet, ne? Ein bisschen mehr Stein muss sein. Wir wollen ja schließlich unser Zuhause auch mal ausbauen. Boah, wie schnell das geht. Da kann ich mich jetzt hier so ein bisschen entlang exploiten. Ihr seht, was ich meine. Wir höhlen den Berg aus. Wie ein großer. Das durfte eigentlich rein theoretisch nicht mehr zusammenhalten, aber es tut's. So, ja, ja. Gut, 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 gut. So, das hier noch. Ich weiß gar nicht, wie tief ich noch runter will. Wir könnten ja theoretisch hier auch geile Sachen finden. So, ich könnte theoretisch das Wasser hier ablassen, aber... da hätte ich irgendwie nichts von. Was ist denn da drin? Da ist doch definitiv irgendwas drin. Da sehe ich doch irgendwas drin. Nee, habe ich mich geirrt. Oder? Da unten ist auch was. Nee, tatsächlich geirrt. Doppelt geirrt. Mal wieder. Aber hier ist was. Jawohl. Was, hä? Was bist denn du? Und hier klingt schon wieder so, als ob ein Raum in der Nähe wäre. Bups. Das ist immer das Gleiche. Na. So. Immer schön im Zickzack springen. Dann kommt man auch hier an das Zinnerz ran. Ah, das Lustige ist, wenn man es wegmacht, dann schießt das automatisch in die Richtung. Das wusste ich jetzt auch nicht. Nee, er tut's doch nicht automatisch. Ich dachte, er tut's automatisch. Habe ich mich gerade irgendwie total vertan. Hä? Du sollst dich da hinhängen und sonst nirgends. Moment, wir brauchen wieder Licht im Rücken. Also irgendwie links von uns, vielleicht auch links unter uns, ist garantiert wieder ein Geheimraum. Das verrät mir der Sound des Spiels. Ups. So, geiler Move. Ich glaube, wir arbeiten uns jetzt mal hier in die Richtung. Das könnte tatsächlich uns dahin führen.
Diverse Dinge deuten es nämlich an. Auf jeden Fall gibt es ja auch wieder einiges an Erzen. Ja, da ist wieder ein Gang. Das könnte der Gang sein, von dem wir reden. Boah, zu viele Textzeilen über uns. Ja, liebe Leute, wie es weitergeht, erfahren wir dann in der nächsten Folge von Terraria mit mir, Mr. Nerb. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Macht's gut, bis dann. Tschüss und ade.